Also alles einigermaßen komplex. Wir versuchen in den nächsten Minuten ein bisschen Klarheit in die Affäre zu bringen. Und zwar mit Christian Pilnacek, dem Leiter der Strafrechtssektion im Justizministerium. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Herr Dr. Pilnacek, nach Medienberichten besteht der Verdacht, dass aus diesen verschwundenen Akten in Liechtenstein möglicherweise handschriftliche Vermerke entfernt worden, die Herrn Grasser belasten könnten. Alles im Konjunktiv. Haben Sie wirklich erst jetzt durch die Recherchen von Journalisten davon erfahren, dass diese Akten in Liechtenstein 6 Wochen verschwunden waren? Ja gut, man muss sagen, dass die liechtensteinischen Behörden äußerst effektiv sofort nach Bekanntwerden, dass Unterlagen entwendet worden sind, entsprechende Schritte eingeleitet haben und dass die österreichischen Behörden da auch gar nicht hätten unterstützen können. Gut, Liechtenstein hat sich bemüht, die Unterlagen wiederzubekommen, letztendlich erfolgreich. Und jetzt geht es darum, ob manipuliert worden ist oder nicht. Und das wird in Liechtenstein noch geklärt. Ist die Zusammenarbeit mit den liechtensteinischen Behörden wirklich so effizient? Immerhin wurden diese Akten ja bei einer Hausdurchsuchung beschlagnahmt, die so spät passiert ist, dass sie eine Frist versäumt hat und laut dem obersten Gerichtshof in Liechtenstein gar nicht hätte sein dürfen, sodass sie die Akten gar nicht verwenden dürfen. Naja, die Sachlage ist relativ kompliziert. Grundsätzlich muss man zur Zeitabfolge sagen, im April dieses Jahres sind diese Hausdurchsuchungen durchgeführt worden. In Liechtenstein gibt es die Möglichkeit, das Obergericht und dann noch den obersten Gerichtshof dagegen anzurufen. Das ist passiert. Dieser Rechtsweg ist bestritten. Aus unserer Rechtsansicht ist nicht diejenige des liechtensteinischen obersten Gerichtshofs. Aber das ist Rechtsstaat. Wenn es Rechtsmittel gibt und die werden von den Betroffenen ausgenutzt, müssen wir uns danach richten. Gut, ich frage Sie mal anders. Könnte die Kooperation der Behörden in Liechtenstein, sagen wir mal, offensiver sein? Also ich, von unserer Seite hat Liechtenstein alles getan, was notwendig ist. Sie haben sich nicht darüber geärgert, dass Sie das erst von Journalisten erfahren haben, dass diese Akten weg waren? Ich erfahre oft erst etwas durch Journalisten und ärgere mich nicht mehr darüber. Es ist oft so. Sie sind ein geduldiger Mann. Andererseits, das dauert jetzt alles schon ziemlich lange. Könnte Herr Grasser eigentlich die Ermittlungen beschleunigen, etwa durch Kontenöffnungen in Liechtenstein? Sein Anwalt hat nämlich erst heute wieder gesagt, Herr Grasser habe null Einfluss auf diese Vorgänge in Liechtenstein und auch auf seine 2 Stiftungen. Na gut, man muss die besondere Konstellation sehen. Der Herr Grasser und sein Anwalt sind der Meinung, das Verfahren ist einzustellen. Sie haben auch einen Einstellungsantrag eingebracht. Das Gericht wird darüber entscheiden. Die Staatsanwaltschaft ist natürlich der konträre Ansicht. Hier treffen 2 Standpunkte zusammen. Wir würden natürlich es einfacher haben, wenn eine Kooperationsbereitschaft auf Seiten des Beschuldigten gegeben ist. Aber Herr Grasser sagt, er kooperiert, soweit er kann. Er legt alles auf den Tisch. Er ist so offen wie irgend möglich. Und zu den Stiftungen hat er einfach keinen Zugriff. Ja, also das ist seine Behauptung und deswegen müssen wir diesen Weg bestreiten, dass wir die Unterlagen im Rechtshilfeweg bekommen und das ist unser Bemühen und dazu ist ja auch schon ein weiteres Rechtshilfeersuchen gestellt worden und wir hoffen, dass wir letztendlich erfolgreich sein werden. Aber Sie sehen das nicht so, dass Herr Grasser bestmöglich kooperiert und so offen ist, wie es nur geht? Ja, der Herr Grasser hat seine berechtigten Rechtsstandpunkte, auch das ist Rechtsstaat. Er fühlt sich nicht schuldig, er will, dass das Verfahren eingestellt wird und darüber wird jetzt einmal das Gericht entscheiden. Kurierchef Herr Dr. Helmut Brandstätter, selber promovierter Jurist, fragt in seinem morgigen Kommentar, warum wird da eigentlich nicht wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt, wenn es da so viele Beteiligte gibt, die sich alle aufeinander ausreden? Bei den Tierschützern in Wiener Neustadt waren wir mit den Paragraphen auch recht rasch bei der Hand. Und da könnte es möglicherweise viel schneller gehen. Gut, wir wissen, wie das Tierschützerverfahren geendet hat. Das sollte uns nicht unbedingt ein Vorbild sein. Jetzt sage ich ganz, was bringt es uns? Wir ermitteln wegen eines Sachverhalts. Und auch wenn wir wegen krimineller Vereinigung ermitteln, brauchen wir die Unterlagen, die den Geldfluss nachweisen. Die wirtschaftlichen Berechtigten aus diesen Konten in Liechtenstein und der Stiftungen nachweisen. Auch da brauchen wir die Hilfe der liechtensteinischen Behörden. Es würde dadurch nicht schneller werden, deswegen verstehe ich den Kommentar eigentlich überhaupt nicht. Laut zahllosen Medienberichten verdächtigt die Staatsanwaltschaft Herrn Grasser, dass er Anteile an den BUWOG-Provisionen kassiert und auf geheimen Konten deponiert hätte. Worauf begründet sich dieser Verdacht eigentlich? Ja, das sind bestimmte Konstruktionen und bereits Ermittlungsergebnisse, die man jetzt hier sozusagen so weit noch nicht offenlegen kann. Aber es gibt, und das ist ja auch berichtet worden, 3 Konten, auf denen verschiedene Geldflüsse zuzuordnen waren. Und eines dieser Konten
da besteht der Verdacht, dass es möglich ist, dass der Herr Grasser wirtschaftlich berechtigt hat. Aber gibt es irgendeinen Zeugen, der konkret Herrn Grasser beschuldigt, dass er Geld aus den BUWOG-Provisionen bekommen hat? Nein, es gibt verdichtete Ermittlungsergebnisse in die Richtung, dass letztendlich Geld auf dieses Konto geflossen ist und der Herr Grasser wirtschaftlich berechtigt ist. Jetzt sagen Sie, es gibt verdichtete Ermittlungsergebnisse. Der Anwalt von Herrn Grasser sagt, er wird seit 2 Jahren ermittelt und es gäbe keinen einzigen Beleg für irgendeine illegale Handlung. Und er hat, Sie haben schon gesagt, die Einstellung aller Verfahren beantragt, hofft auf eine Entscheidung noch vor Weihnachten. Das ist ja nicht mehr lange. Aber wird das Verfahren eingestellt werden? Also wir gehen dann davon aus, dass das Verfahren nicht eingestellt wird. Aber ich sage jetzt dazu, das ist Sache des Gerichts, darüber zu entscheiden. Gut, jetzt andererseits ermittelt ja die Staatsanwaltschaft, also letztlich die Justizbehörde, und die Dauer dieses Verfahrens, ist die nicht jetzt tatsächlich schon langsam ein bisschen absurd? Muss nicht irgendwo der Punkt kommen, wo man sagen muss, anklagen oder einstellen? Ja, wir können, und das ist auch der Preis des Rechtsstaats, nur anklagen, wenn wir die Chance haben, dass die Verurteilungswahrscheinlichkeit höher ist als die Freispruchswahrscheinlichkeit. Und wenn wir nicht aus den Unterlagen, die wir im Rechtshilfeweg aus der Schweiz und Liechtenstein bekommen, nachweisen können, wer wirtschaftlich berechtigter ist, dann wird die Anklage nicht erfolgreich sein. Müssten Sie da nicht einstellen? Wir wissen es ja noch nicht. Wie lange? Wir haben den begründeten Verdacht und wir müssen die Unterlagen, die wir aus Liechtenstein hoffentlich bekommen und aus der Schweiz auswerten. Und dann können wir die nächsten Ermittlungsschritte bzw. Einstellung, Anklage beurteilen. Ganz anders sieht das ja die SPÖ, die hat heute verlangt, eine Untersuchungshaft für Herrn Grasser zu prüfen. Jetzt klagt Herr Grasser wiederum die SPÖ deswegen. Aber der SPÖ-Geschäftsführer sagt, es handelt sich um einen geradezu klassischen Fall von Verabredungs- und Verdunkelungsgefahr. Und sieht das nicht tatsächlich danach aus, wenn ein Stiftungsrat einer Grasser-Stiftung in Liechtenstein aus dem Gericht Akten mitgehen lässt, die möglicherweise Herrn Grasser belasten? Grundsätzlich muss man dazu sagen, dass der Stiftungsrat einen Rechtsstandpunkt eingenommen hat, dass das Gericht in Liechtenstein über die Akten nicht mehr verfügen durfte. Das ist ein Rechtsstreit, der in Liechtenstein geführt wird, der aber nicht sozusagen eine klassische Verdunkelungs- oder Verabredungsgefahr darstellt. Außerdem, der Haftgrund ist überhaupt das Zweite. Die erste Voraussetzung für eine Untersuchungshaft wäre der dringende Tatverdacht. Wie lange wird es noch dauern, bis Sie wissen, ob Sie einstellen oder anklagen? Das kann man dann abschätzen, wenn wir die Unterlagen aus Liechtenstein und der Schweiz haben. Heuer nicht mehr, nehme ich an, 2012? Ich gehe davon aus, dass 2012 das Jahr der Entscheidungen sein wird. Herr Sektionschef, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke. Und wir berichten in dieser Sendung noch darüber, wie ein Wiener Jus-Student den Internetgiganten Facebook dazu gebracht hat, dass der seine umstrittenen Datenschutzregeln nun ändern muss, gleich nach der Meldungsübersicht.